Previously on ABC's The Walking Red. Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Loot meinerseits in einem speziellen Outfit, wie ihr seht. Ja, ich habe mir heute mal den Büffel umgehangen und ja, was soll ich sagen, wir schauen uns heute die Loot Chest für den Monat November 2019 an. Ich habe gedacht, ich mache mal was Besonderes zur Abwechslung und schwitze mir mal einen ab. Nicht nur im Gesicht, auf dem Kopf, unter der Maske, sondern auch am gesamten Körper mit dieser tollen Jacke hier. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das. Ich hatte Bock drauf, mal was Verrücktes zu machen an der Stelle. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Wir schauen uns jetzt aber wirklich dann sofort die Box an. Loot Chest nochmal kurz erklärt. Ich habe auch hier im Hintergrund die Homepage geöffnet. Es sind Boxen mit Geek- und Nerd-Stuff für Leute, wie ich es eben auch bin. Und hier sind immer irgendwelche nerdigen Items drin, die sich auf ein Spiel, eine Serie oder einen Film beziehen können. Unterschiedlichster Art und hier sind immer mehrere Items drin zu einem bestimmten Thema, beziehungsweise oft auch random, je nachdem. Bei der Box, der Loot Chest, ist es glaube ich so, dass es da kein spezielles Thema gibt, außer für spezielle Boxen, die man da auch bestellen kann. Wie gesagt, auf der Homepage gibt es verschiedene Modelle. Man kann eine Box für einen Monat bestellen, 3 Monate, 6 Monate, wie ich das getan habe. Das ist nämlich meine vorletzte Box für dieses 6-Monats-Abo und man kann sie auch jährlich bestellen. Natürlich für verschiedene Preise, sollte klar sein und ja. Es ist auf jeden Fall immer, das könnte man eventuell noch erwähnen, ein T-Shirt dabei. Warum habe ich das jetzt ausgerechnet bei dem Video gemacht und bei den letzten nicht? Keine Ahnung, frag mich was Leichteres. Ich habe nur gedacht, es wäre sinnvoll, das auch nochmal am Anfang eines Loot Chest Unboxings zu erwähnen. Für die Leute, die gar nicht wissen, was überhaupt eine Loot Chest ist. Mehr Infos jedenfalls auch im Link in der Videobeschreibung. So, jetzt schauen wir uns aber diese Box hier an. Und ich versuche mal, ob ich mich überhaupt bewegt bekomme, bewegen kann. Ihr wisst, was ich meine. Und dann gucken wir mal, was hier so Phase ist. Und Perspektive bleibt natürlich wieder wie gehabt. Denn ich finde das eigentlich ganz cool. Und es hat sich auch, denke ich mal, jetzt in den letzten Unboxings nicht nur bezogen auf Loot Chests bewährt. So. Okay. Das heißt, oh. Das war jetzt nicht so geplant. Die Box scheint kaputt zu sein am Rand. Ja, komm, dann holen wir direkt das Item hier raus. What? Schaut euch das mal an. Das habe ich ja noch nie gesehen. World of Nintendo. Unlimited Ways Display and Play. Das ist eine Szene, würde ich sagen, aus ja, einem Nintendo-Spiel. In dem Fall halt Zelda. Das ist cool, sowas habe ich halt noch nie gesehen. Einen Moment, wo ist mein Messer? Ich muss das mal aufmachen. Jetzt habe ich das Unboxing-Knife schon weggelegt, weil ich gedacht habe, ich brauche es nicht mehr. Das ist ja cool. Also so viel zu nötigen Items, zu Spielen, Filmen etc. pp. Okay, Abfall. Noch mehr Pappe. Ein Element. Und jetzt habe ich gesehen, dass da noch ein Schutzmechanismus dran ist in Form von einem Bändchen. Auch nicht schlecht. Ja. Wie gesagt, ne? Maximaler Einsatz, minimale Sicht. Oh Mann, ey. Okay, das sind auf jeden Fall wie so eine Art Puzzleteile, die man wahrscheinlich beliebig zusammenstecken kann. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal gucken, wo dieses Bändel hier auf der Rückseite fixiert ist. Und sorry für dieses Geknister gerade. Ups. Hier ist das nächste Teil. Das sind schon 3. So. Und dann ist der süße Link hier auch noch fixiert. Oder ist es Zelda? Ich weiß es gerade gar nicht. So, 2 Bodenplatten und
wie kriege ich das jetzt hier raus? Das ist ja komplett bescheuert. Ich glaube, ich mache an der Stelle mal ein Fast Forward oder einen Cut und dann seht ihr gleich das Ganze mal vollständig. Ha! Ich habe es geschafft. Ich hoffe mal, man kann die Figur jetzt überhaupt vernünftig sehen. Ich halte sie mal so nah wie möglich an die Kamera, gehe ein Stück zurück, in der Hoffnung, dass irgendein Shot jetzt hier vernünftig ist. Ist auf jeden Fall eine kleine Figur von Link, ist es dann, glaube ich, doch. Und wir können jetzt, soweit ich das verstehe, das hier beliebig irgendwie zusammenstecken. Und ja, was ist das? Ja, Briefkasten oder was? Ich weiß es nicht. Dann haben wir jetzt hier die komplette Szenerie. Jetzt mal so zusammengesteckt, eben in der Verpackung sah es ja ein bisschen anders aus. Ihr könnt jetzt natürlich die Platten beliebig auch hier dran packen. Jetzt haben wir es zum Beispiel so zusammengebaut. So, und ich habe es jetzt mal dahingestellt. Sorry, das hat jetzt schon ewig gedauert, dieses erste Item auszupacken. Ich habe aber auch nicht mit sowas gerechnet. ich lasse das Messer mal doch lieber liegen. Auf jeden Fall ist es ein schönes Item, wie ich finde. Und ja, gefällt mir. So. T-Shirt. Oh, 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 oh. Leute, das ist cool. So, das ist ein Flaschenöffner von Skyrim. So, mit einem schönen Ledergriff. Hier zu sehen. Und hier steht auch nochmal der Titel drauf vom Spiel. Ist auch nice. Und Flaschenöffner, aber ganz ehrlich, kann man immer gebrauchen. Genau wie Tassen, Gläser, ihr wisst Bescheid. So, lege ich auch mal direkt nach hinten. Oh mein Gott, das ist eine richtig gute Box, Leute. Schaut euch das mal an. Das ist ein Kalender für 2020 mit Super Nintendo-Motiven, wenn ich das richtig sehe. Leute, wie geil ist das denn? So, und wir haben jetzt hier zum Beispiel diese Seite mit dem Überblick der letzten 4 Monate aus 2019, wie ihr sehen könnt. Hier nochmal das schöne Cover. Ich hoffe, das reflektiert jetzt nicht. Ich halte es mal ein bisschen so, das müsste passen. Und hier auf der Rückseite auch schon mal eine Preview der Motive. Ich zeige jetzt nicht alle. Aber mal exemplarisch zum Beispiel den August. Und der sähe dann so aus. Also richtig cool. Ein Kalender fürs neue Jahr, für 2020. Und ja. Mit Super Nintendo-Motiven. Genau das Richtige für mich. Ich meine, ihr habt ja zuletzt vielleicht das tolle Poster gesehen, was ich jetzt hier mittlerweile an der Tür hängen habe in meiner Red Cave. Und ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Item und schon das zweite von Nintendo, möchte ich anmerken. Finde ich gut. Bin ja ein Nintendo-Fan, sollte klar sein. So. Dann, was haben wir hier? Ein Marvel-Comic. 80 Jahre Marvel-Jubiläumsheft. Marvel-Comics in dieser spektakulären Ausgabe. Die Fackel. Action, Spannung, Abenteuer. Da. Okay. Machen wir mal exemplarisch eine Seite auf, damit ihr mal sehen könnt, wie das hier so gezeichnet ist. Finde ich eigentlich ein cooler Zeichenstil. Aber gut, diese Comics sind in der Regel eh immer ziemlich gut gezeichnet. So, das ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite Item, obwohl ich gerne früher auch Comics gelesen habe. So ist es nicht. Aber im Vergleich zu den anderen Sachen eher etwas, wo ich sage, ja, ist cool, aber haut mich jetzt nicht aus dem Latschen. So, hier ist das Loot Chest Begleitheft. Hier gibt es schon eine Andeutung, vielleicht ist da auch noch ein Item drin von diesem speziellen Charakter. Vielleicht kennt ihr ihn. Ich kenne ihn auf jeden Fall und kann die Serie empfehlen, aber das Heft schauen wir uns gleich an, denn hier kommt noch was. So, T-Shirt. Und, ja, geil. Da sind es auch schon die Heisenberg Dollar Bills, also Kohle vom guten Heisenberg, respektive Walter White aus Breaking Bad. Wer es nicht gesehen hat, schaut euch die Serie an, ist echt zu empfehlen. So, aber ich will das hier auch noch gerade aufmachen. Deswegen holen wir hier nochmal das Messerchen. Weil ich meine, Kohle, ne? Wer will keine Kohle haben? So. Zack, und wie viel haben wir denn hier? Ja, ich würde sagen, hiermit kommen wir eine Weile aus, Leute. Ne? Machen wir mal hier die
Verbindung habe. Upsala, nicht wegschmeißen das Ganze. Ja, und ich würde sagen, hierfür kann ich mir schon die ein oder anderen Abonnenten kaufen. Ne? Nein, Spaß beiseite. Schauen wir uns mal hier an, wie so ein Teil aussieht. Ich hoffe, man kann es sehen. Schon ein ziemlich cooles Motiv, wie ich finde. Ist einfach nur Walter White drauf, Heisenberg steht hier noch. Und dann noch auch bekannte Symbole aus der Serie, beziehungsweise Motive. Ihr könnt das nochmal sehen. Finde ich auch eine coole Sache. Und ja, beidseitig bedruckt natürlich, soll ja auch aussehen wie Geld, ne? Klasse. Ist doch schon der Tag gerettet. Ich habe eine Lootbox, ich habe Kohle, alles gut. So, und hier das Ding sollte man sich schon aufbewahren, weil man damit die Scheinchen natürlich zusammen bündeln kann und es auch schöner aussieht. Okay. So, dann haben wir hier noch ein T-Shirt und ich sehe gerade noch die Süßigkeit. Und zwar einen Lolli. Ja, hier. Einen ganz normalen, stinknormalen Lolli. Auch cool. Ich hoffe mal nichts mega exotisches. Ich hoffe, da ist kein Kaugummi drin, weil das habe ich früher mal gehasst. Und auch heute noch. Gut, legen wir den auch dahin. Und dann sind wir auch schon beim T-Shirt. Was wir uns jetzt natürlich auch noch anschauen werden. Wenn ich denn finde, die Öffnung. Also, ihr wisst, was ich meine. Machen wir es eben so. Es scheint keine Öffnung zu geben. Okay, und ich zeige diesmal tatsächlich euch das Motiv zuerst. So. Haha, ist das nicht schön? Ich habe keine Ahnung, was drauf ist. Aber ihr habt es jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen. Okay, und was haben wir hier? Arcade. Attack of the Fifth featuring Demogorgon. Oder so ähnlich. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also ich weiß gerade echt nicht, was das sein soll. Aber gut. Ist ja zur Abwechslung auch mal nicht schlecht, wenn ich mal nicht weiß, was es ist. Weil ich ja in der Regel doch immer mich gut informiert und schlau gemacht habe. Ihr wisst aber, was jetzt kommt, nämlich nochmal die Abmoderation. Wir gucken uns das Heft nochmal an und ich ziehe jetzt auch mal, ich lege jetzt mal die Kuh wieder ab, ziehe mir das T-Shirt an, damit wir das auch nochmal gleich sehen können, wie es denn getragen aussieht. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach einem kleinen Cut. So, da sind wir wieder. Ich kann mich wieder etwas besser bewegen und habe keine Kuh mehr umgehangen, keinen Büffel mehr umgehangen. Und ich muss euch sagen, das tut wirklich sehr gut. Wieder sich besser bewegen zu können und nicht mehr zu schwitzen wie ein Schweinchen. So, okay. Ich habe jetzt hier die Items nochmal alle hingelegt. Wir haben hier das Marvel Comic, den Flaschenöffner, das Geld vom guten Heisenberg, Hashtag Walter White, den schönen Super Nintendo Kalender, den ich echt feiere und neben dem schönen Lolli der Süßigkeit, auch diese Szenerie hier, die wir variabel aufbauen können, wie so eine Art Puzzle von Zelda. Ich denke mal Breath of the Wild, weil ich glaube, dieses Outfit trägt Link eben genau in diesem Spiel. Ich habe selber nicht gespielt, aber ich meine es zu wissen. So, können wir jetzt aber auch nochmal nachschauen im Heftchen. So, okay, da ist noch nichts. So, hier ist jetzt das T-Shirt Attack of the Demogorgon. Hawkins musste schon eine Menge durchmachen. Jetzt kommt ein riesiger Godzilla Demogorgon. Okay, eine viel größere Horrorvorstellung kann es kaum geben. 14,95 hier oben. Okay, musste ich jetzt mal lesen, weil da konnte ich echt nichts mit anfangen. So, was ist das jetzt? Diese World of Nintendo Geschichte. Du kannst nicht genug von Link und seinen Abenteuern bekommen. Mit dem Nintendo Microland holst du dir jetzt ein Stück Hyrule in deine eigenen vier Wände. 20 Euro und hier unten abgebildet. Das heißt, das Ganze heißt Microland. Ich meine, da gibt es auch verschiedene Editionen. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesehen im Geschäft. Und das, was hier abgebildet ist, ist auch nicht das, was jetzt hier drin war. Auch interessant. So, dann haben wir ein Poster von Black Panther. Hatten wir ja auch vor einiger Zeit mal ein T-Shirt drin. Und hier sind ja immer Poster jetzt drin in den Heftchen quasi, die ihr raustrennen könnt.
So, den Rest lese ich jetzt mal nicht vor. Wir haben hier auf jeden Fall noch für 7,95 einmal den Kalender für 2020 mit den Super Nintendo Motiven und für 7,95 tatsächlich das gute Geld vom lieben Heisenberg, der ja ordentlich Kohle verdient hat. Ne? Ihr wisst Bescheid. Und wie gesagt, solltet ihr mal einen Metzger haben und da arbeitet eine Werte Christel, dann fragt die Christel doch mal nach Matt. Okay, schlechter Scherz, aber der ein oder andere hat ihn vielleicht verstanden. So, kommen wir hier mit dem, dann machen wir hier weiter mit dem Comic, das ist gratis, eigentlich häufig der Fall. Sweet Boom Pop ist auch gratis, das ist die Süßigkeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas Besonderes ist. Und das Plus-Item ist in diesem Monat der Flaschenöffner von Skyrim. Ja. Und das wäre es dann auch schon gewesen. Mit der Novemberbox. So, ich habe ja eigentlich schon genug zu den Items gesagt. Wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Diese Microland-Geschichte finde ich ziemlich nice. Ich wäre jetzt natürlich froh, wenn das jetzt irgendwas von Mario gewesen wäre, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn ich Zelda nicht schlecht finde oder so, keineswegs. Um Gottes Willen, ich habe ja Link's Awakening zuletzt gezockt in meinem Urlaub, den ich ja zuletzt hatte. Und das hat super Bock gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Gameboy-Spiel habe ich auch gesuchtet. Von daher, nicht, dass ich jetzt was gegen Zelda oder Link oder so hätte. Ne? Damit hier jetzt keiner hier so ne, auf die Idee kommt, hier Kommentare und so, ihr wisst Bescheid. Flaschenöffner, ja gut. Ist in dem Sinne jetzt nichts Besonderes, aber man kann ihn auf jeden Fall verwenden. Das finde ich auch immer ganz schön, wenn halt in so Lootboxen Items dabei sind, die man eben auch im Alltag nutzen kann und nicht einfach nur so komplett nerdiger Stuff. Ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. So, das Comic, wie gesagt, mittlerweile lese ich nicht mehr wirklich so Comics, aber trotzdem ist es natürlich eine schöne Dreingabe und vielleicht werde ich die Dinger ja wirklich irgendwann nochmal lesen. Ich meine, ich habe jetzt schon einige über die Loot Raider und Loot Chests hinaus gesammelt und von daher, vielleicht komme ich irgendwann nochmal in den Genuss, das wirklich zu lesen. So, Lolli, wie gesagt, Süßigkeit ist immer okay. Und solange es nicht irgendwas bekloppt ausgefallen ist, passt das. Ja, das Geld vom guten Heisenberg hier ist eher ja so als Gag zu sehen. Finde ich aber trotzdem auch ganz witzig. Also gerade wenn man die Serie auch geguckt hat wie ich, dann passt das. Und mein persönliches Highlight neben dem T-Shirt mit dem Motiv, was ich auch nach Lesen der Beschreibung jetzt nicht wirklich kenne, ist definitiv dieser tolle Kalender für 2020 mit Super Nintendo Motiven, das heißt mit Motiven der Konsole, die ich als erstes besaß, stationäre Konsole wohlgemerkt. Und ja, muss ich sagen, bin ich im Großen und Ganzen auf jeden Fall mit der Box zufrieden. Es gab schon bessere, es gab auch schon schlechtere. Wie fandet ihr die Box? Wie fandet ihr dieses Video? Lasst es mich gerne wissen. Gerne auch über die Kommentare oder eben wie gezeigt gerade mit einem Däumchen in die entsprechende Richtung. Und ansonsten, weil das Video wahrscheinlich jetzt eh schon mega lange ist, würde ich mich jetzt abschließend nochmal bei euch bedanken fürs Zuschauen, bei allen, die zugesehen haben. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder einschaltet und ja, schreibt auch mal gerne, bestellt ihr auch Lootboxen, habt ihr schon mal welche ausprobiert? Wie waren eure Erfahrungen? Wie seid ihr mit den Items zufrieden gewesen? Und was hieltet ihr eigentlich von dieser besonderen Einleitung, dieser neuen Episode, dieses neuen Unboxings? Würde mich ebenfalls mal interessieren, da auch mal speziell zu ein Feedback zu bekommen. Ansonsten bin ich jetzt erstmal raus, euer Red Feicht, ciao! Brrrr.